Finn, dritter Platz beim Liliencup. Wie fällt deine Bilanz aus? Also wir hatten uns als Minimalziel das Halbfinale ausgegeben, aber jetzt war unsere Leistung besonders am zweiten Tag nicht so gut. Jetzt sind wir doch ein bisschen unzufrieden eigentlich. Woran hat es gelegen, nach deiner Meinung? Wir hatten ein, zwei Verletzte, die dann nicht mehr spielen konnten und dann ist uns, glaube ich, am Ende ein bisschen die Kraft ausgegangen. Wie ist es für dich, in dieser Halle zu spielen hier als Wiesbadener, als Elli-Heuss-Schüler, wie ich gehört habe? Ist ja eigentlich ein Heimspiel, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann sind auch ein paar Freunde gekommen und auch die ganze Familie. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Dann ist Platz 3 aber doch aller Ehren wert, wenn ihr jetzt rausgeflogen wäre nach der Vorrunde. Das wäre ein bisschen peinlich. Ja, ja, stimmt schon. Können wir uns ja bei Sonnenberg bedanken, dass die dann noch das eine Tor gemacht haben. Habt ihr da mitgefiebert? Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, wie dieses Sonnenberg-Spiel gegen Pauli, wie ihr das verfolgt habt. Also wir dachten eigentlich, dass wir schon raus wären. Aber dann hat uns unser Trainer gesagt, dass Sonnenberg nur, glaube ich, 9 oder 8-0 verlieren darf. Ja. Sind wir rausgegangen, wir standen natürlich halt schon 4 Minuten vor Schluss 8-0. Haben viele eigentlich schon sich die Hoffnung aufgegeben, aber dann nach dem 8-1 also sind wir alle natürlich mitgegangen und haben die angefeuert bis zum Schluss. Und hat es gelohnt. Ja, genau. Alles klar. Super, danke dir. Ja, danke.